Moin! Jo, heute mal aus einer ganz anderen Perspektive, beziehungsweise nicht Perspektive, sondern ein anderes Bild, was euch hier geboten wird. Ja, ich liege momentan flach, bin krankgeschrieben, hab's mit dem Rücken und ja, sowas nervt ganz schön. Und da war es schön, dass ich heute ein Paket bekommen habe vom Dirk Wanger, Messer und Co. Und der hat mir mal zum Spielen ein paar neue Modelle von Real Steel zugeschickt. Die möchte ich euch hier mal kurz zeigen. Ein bisschen näher werde ich auf das neue 127er eingehen, die ich, um's mal gleich vorab zu sagen, absolut großartig finde. Und dann auch das neue Titan-Modell von Real Steel. Das S963 mit VG10 Stahl. Sehr, sehr cool. Ich fange jetzt aber mal mit dem Zweiermodell an. Das ist in Schwarz und Orange jetzt rausgekommen. Ja, kommt mit der Kydex, hat D2 Stahl mit genauer Auflistung. Das liebe ich ja bei Real Steel, dass sie sowas machen. Diese kleinen Broschüren. Absolut super. Hier könnt ihr die Daten alle vernehmen. 4 mm Klingenstärke, knapp 13 cm lang, G10, 60 Gramm knapp und so weiter und so fort. Ja, kommt mit einer Kugelkette, kommt mit einer kleinen Kydex. Die ist okay, wie die meisten Kydex von Real Steel. Die sind okay, die machen ihre Arbeit, die sind nichts Besonderes. Ja, die hauen keinen vom Hocker, aber hält das Messer sicher, tut ihren Dienst. Man bekommt es gut raus, aber wie gesagt, nichts Besonderes, aber passt schon. Mehrere Möglichkeiten, es irgendwie anzubringen. Und ja, mit Kydex wirklich super leicht. Ich würde mal sagen, keine 70 Gramm. Kann man also wirklich super um den Hals tragen. Und das Teil selber, ich kann es nicht anders sagen, ist ein absoluter Knaller. Für mich momentan das Neckknife schlechthin in der Preisklasse. Hat Flachschliff. D2 hatten wir ja schon. Und das Finish ist einfach der Hammer. Gerundeter Klingenrücken. Jimping mitgerundet. Griffschalen absolut sauber angepasst. G10 wunderschön verarbeitet. Lässt sich leicht demontieren über die Schlitzschrauben. Finde ich eh super, Schlitzschrauben, klasse. Und total tolles Finish. Wird dann nur noch getoppt vom orangefarbenen Modell. Kleine Bemerkung dazu noch. Ich fände es cool, wenn Real Steel den orangefarbenen Lanyard ans schwarze Modell und den schwarzen Lanyard ans orangefarbene Modell ranbemseln würde. Ich glaube, das sähe cooler aus. Ja. Richtig nice, die Teile. Sind natürlich in meinen Händen ein bisschen lütt. Aber liegen wunderbar. Also, für einen Gastauftritt bei Walking Dead wird es vielleicht von der Klingenlänge nicht reichen. Von der Performance allemal. ja, schönes, leuchtendes, orangefarbenes G10. Ja, und schaut euch das einfach an. Schaut euch einfach, wie sauber das gearbeitet ist, die Übergänge. So, da bin ich wieder, sorry, war ein kurzes Break. Meine Frau brauchte das Toastbrot aus der Küche. Ja, wo war ich? Ich glaube, ich habe über das Finish geschwärmt. Und das ist auch einfach genial. Schöne Schneidphase. Wie gesagt, voller Flachschliff. Alles schön rund, alles weich. Ganz sauber gearbeitet. Und das in der Preisklasse ist halt. Also das Teil kann man sich ganz wunderbar selbst zu Weihnachten mal schenken für den Preis. Sehr, 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 sehr cool. Ich bin echt begeistert. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, diesen kleinen Stachel mal zu zeigen, vorzustellen. Richtig, richtig, richtig cool. Scharf sind die Teile eh wie Sau. Das ist immer wunderbar, was Real Steel da abliefert.
Das lässt sich doch wunderbar um Hals tragen und dieses Messer sieht sich auch definitiv als Schneidwerkzeug. Der Anschliff, die Klingenlänge, damit soll nicht gehebelt, damit soll nicht in irgendeiner Weise gehackt werden. Ich würde davon auch abraten einfach, weil es doch sehr dünn hier wird. Viele bezeichnen das schon als Sollbruchstelle, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber in der Kombination, was man hier vorfindet, nämlich den D2-Stahl, der wirklich sehr schnitthaltig ist, und diesen Anschliff, würde ich dieses Teil wirklich als Schneidwerkzeug sehen. Und da hat man auch wirklich viel, viel Freude damit, beim Karton-Cutten und so weiter und so fort. Sehr, 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 sehr cool. Okidoki, ja, und dann noch ein paar Worte zum S963, das ist das Upgrade von Real Steel. Gibt es ja schon mit G10-Schalen und Edelstahl-Linern. Und ich glaube 8CR14 MOV hat es als Stahl. Mit Hohlschliff. Hier haben wir jetzt eine Stonewash-Klinge. Ein guter Stahl, VG10. Ja, kompletter Titangriff mit einem absolut gelungenen Clip. Ich denke, der Emir, der wird mir zustimmen, dass Real Steel da einen guten Job gemacht hat. Na, komm schon, Fokus. Hier achte ich jetzt besonders drauf, das hatte nämlich der Christoph bei den Messerfreunden erzählt, dass es leichte Schlieren auf dem Clip gab. Kann man hier auch, wenn man ganz genau hin, ich weiß nicht, ob ich es eingefangen bekommt, minimal, da sollten sie beim Fertigungsprozess noch ein bisschen aufpassen, aber es ist wirklich minimal, die hat man eh innerhalb kürzester Zeit, wenn man es trägt. Ansonsten, ja, so ein 3D-Clip aus Titan ist schon nice. Was mir nicht gefällt, ist der Spacer aus Titan, beziehungsweise der gefällt mir, der ist super mit Lanyard-Loch. Nur dieses Titanium, das hätten sie nicht hier raufschreiben sollen. Das hätten sie einfach hier reinlasern, beziehungsweise einfach unten anbringen, dann wäre das cool. Dann wäre das richtig cool, wenn man das hier lesen könnte, Titanium. Und hier einfach ganz clean und sauber. Vielleicht ändern die das ja noch. Das sollte nicht allzu schwer sein. Frame Lock ganz sauber eingestellt. Hier haben wir die technischen Daten. Ja, ab Werk, da musste ich nichts machen. Fällt die Klinge schon zu. Steht feinmittig. Hält die Klinge gut. Läuft sauber. Ebenso wie bei dem zweiten Modell, das ich einfach nochmal ja, zum Vergleich hier hatte. Alles wirklich, wirklich sehr, sehr sauber. Also fürs Licht entschuldige ich mich. Beim nächsten Mal wieder an anderer Stelle. Jimping ist einfach nur optisch. Hält den Daumen nicht wirklich. Ja, Backspacer dient mit als Anschlag. Schön sauber haltender Frame Lock. Absolut null Klingenspiel. Ja, von dem Teil werde ich mal noch ein paar Bilder reinschieben. Ja, so ein paar Sachen. Ich wollte mal eine Dose damit aufmachen. Ein bisschen schnippeln. Ein bisschen Gemüse schnippeln, damit ich so ein bisschen was ja, von der Performance sagen kann. Beziehungsweise das werde ich dann zu den Bildern mit reinschreiben, wie es sich geschlagen hat. Da ich aber das 963 schon sehr gemocht habe und ich fand, das war ein super User, ein super Performer, erwarte ich hier auch Großes, ehrlich gesagt viel. Rein technisch und optisch liefert das Teil voll ab. Geiles Paket, Titan, Frame Lock, super Clip, VG10 Stahl. Und der Preis müsste bei um und bei 100, 120 Euro, glaube ich, liegen. Wie gesagt, Bezug findet ihr in der Videobeschreibung. Alles klar, dann noch kurz ein paar Bilder hinten ran. Ja, nur ganz kurz mal eine Zwiebel schnippeln, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen und eine Dose aufhebeln. Mal sehen, wie der Stahl das wegsteckt. Nettes Teil. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.
So, jo, die Performance beim Schneiden, beim Gemüse war gut. Da konnte ich nicht meckern. Ich habe jetzt zwei Dosen damit aufgemacht. Die Tomatendose hier auch noch. So, wollen wir uns dann mal die Schneidphase anschauen. Oh Mann. Ich hoffe, die Kamera, ich sehe jetzt gerade gar nichts. Ich hoffe, ich bekomme das einigermaßen eingefangen. Die Schneidphase sieht eigentlich ganz gut aus noch. Ist überall ein bisschen gekräuselt, ein bisschen gewellt. Aber dafür, dass sie zwei Dosen aufgemacht hat, geht das. Ich werde da gleich mal mit einem Wettstahl rübergehen.